Diese Woche in Der Aktionär. Krise, keine Spur. Bei diesen 7 Aktien läuft es weiter wie geschmiert. Außerdem neue Details zum Porsche IPO. Das ist für Anleger drin. Der Aktionär. Ab sofort als E-Paper erhältlich. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Märkte am Morgen. Ja, der DAX hat es auch gestern wieder nicht hinbekommen mit der Erholung und ist dann am Schluss auch unter 13.000 Punkten aus dem Handel gegangen. Jetzt schauen wir uns natürlich gleich die Vorgaben an, aber vor allem ist heute ja auch großer Verfallstag. Und da ist natürlich dann die Frage, ist das jetzt gut oder schlecht für das Wiederüberspringen dieser magischen Marke? Die dürfte ja auch beim Verfall eine gewisse Rolle spielen. Aber dazu frage ich jetzt mal genauer nach bei meinem geschätzten Kollegen Patrick Duwain an der Frankfurter Börse. Patrick, womit rechnet ihr? Wie starten wir in den Tag? Ja, Viola, guten Morgen nach Kulmbach. Großer Verfall. Du sprichst hoffentlich nicht meine Falten an, die sich nach so einer Woche dann doch gebildet haben. Das finde ich ein bisschen unverschämt. Ansonsten reden wir nicht über die Terminmärkte, sondern wahrscheinlich demnächst über Schminktipps, die du mir geben kannst, damit ich etwas frischer und jünger aussehe. Aber ja, du hast das angesprochen. Tatsächlich, heute ist großer Verfall und die Volatilität wird deswegen nicht wirklich abnehmen. Nicht nur hierzulande, sondern auch in Amerika ist das tatsächlich der Fall. Und ich bin sehr skeptisch, was die 13.000-Punkte-Marke betrifft beim DAX, ganz ehrlich. Weil wir sehen in Asien, und das obwohl in China die Industrieproduktionsdaten als auch die Einzelhandelsumsätze die Erwartungen deutlich übertreffen konnten, dass die Vorgaben aus Asien allesamt rot sind. Also Nikkei, Shanghai Composite und Hang Seng sind tiefrot eingefärbt. Keine Impulse. Es liegt vor allen Dingen an dem starken Dollar. Und der ist natürlich deswegen so stark, weil die Zinsanhebungsfantasien oder auch die Zinsanhebungsängste bei den Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmern in Amerika, aber auch around the globe, zunehmen. Wir hatten ja gerechnet, und das haben wir diese Woche schon immer mal so angedeutet, dass das 0,75% sein könnten, beziehungsweise die eingepreist werden. Aber wenn wir uns mal angucken, wie die Anleihemärkte reagieren, dann ist eher mal so 1% wahrscheinlich. Zumindest ist das nicht mehr sozusagen außerhalb des Erwartungsrahmens. Wir haben eine inverse Zinsstruktur. Die zweijährigen Staatsanleihen in Amerika sind bei 3,9%, die zehnjährigen bei nur 3,45%. Das ist immer ein Vorbote einer Rezession. Und die wird sozusagen gespielt und die große Angst ist, und deswegen gehen wir hier auch so in die Knie an den Märkten, ist, dass tatsächlich Jerome Powell und auch Madame Lagarde, vor allen Dingen, weil sie das immer wieder betont haben, die Inflation bekämpfen zu wollen, vielleicht den Punkt verpassen, wo sie aus dieser ganz restriktiven, sehr aggressiven Zinspolitik aussteigen könnten, sondern sie den Hebel sozusagen in die falsche Richtung umlegen könnten. Und das wird hier an den Märkten gespielt. Also zu spät in die Zinswende eingestiegen und dann zu Dollar abgebremst. Das ist sozusagen zusammengefasst das, wovor die Marktteilnehmer Angst haben. Ja, und die Angst, die haben wir in der letzten Zeit deutlich an den Kursen ablesen können. Patrick, dir vielen lieben Dank und schon mal ein schönes Wochenende. Ich nehme an, wir werden uns dann vorher nicht mehr hören. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder an der Börse. Ja, liebe Zuschauer, Patrick hat es schon angesprochen. Wenn wir jetzt mal auf die Vorgaben schauen in den USA, dann hat es auch da mit der Erholung, nachdem wir am Vortag da so ein paar Tendenzen hatten, gestern nicht geklappt. Wir sehen den Dow Jones aber noch deutlicher, den S&P im Minus, Nasdaq auch deutlich im Minus. Denn wir hatten ja gestern aus den USA auf einige Konjunkturdaten gewartet und gerade auf die Einzelhandelsumsätze und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Da schaut man natürlich besonders. Der Zustand des Arbeitsmarktes ist ja schon auch was, worauf die Fed schielt, also Inflationsbekämpfung natürlich oberste Priorität. Aber jetzt sind ja gestern die Erstanträge sogar ein bisschen schwächer ausgefallen, ein bisschen zurückgegangen. Das spricht ja dann eigentlich eher für eine gute Verfassung oder zumindest halbwegs robuste Verfassung am Arbeitsmarkt, und Einzelhandelsumsätze sind über den Erwartungen ausgefallen. Also all das spricht jetzt nicht unbedingt dafür, dass die Fed da Steine in den Weg gelegt bekommt, um eben, Patrick hat es erwähnt, vielleicht sogar den ganz großen Zinsschritt eben anzugehen von 100 Basispunkten. Ja, und dementsprechend eben die Vorgaben in den USA, aber auch, wir sehen es, Patrick hat es angesprochen, rot eingefärbt, Nikkei, Shanghai Composite und Hang Seng mit unterschiedlicher Ausprägung. Zu den entsprechenden Zinserhöhungsbefürchtungen kommt eben das noch dazu, was man eben befürchtet, was daraus entstehen könnte, eben eine weltweite Rezession, nachdem hier auch die Weltbank und der Internationale Währungsfonds gewarnt hatten. Also auch das macht die Stimmung an den asiatischen Börsen etwas wackelig. Bei uns schauen wir heute neben den schon angesprochenen, also dem Verfallstermin, dem großen Verfallstag, dem sogenannten Hexensabbat, schauen wir zum Beispiel auch auf die Verbraucherpreise für die Eurozone und
Dann noch die Zahlen des Europäischen Herstellerverbandes ACEA zu den Pkw-Neuzulassungen. So, jetzt sehen wir hier gerade schon Gold, denn der Goldpreis, der ist am Donnerstag auf den tiefsten Stand seit April 2020 gefallen. Da spielt natürlich vieles von dem rein, was wir jetzt auch gerade schon mit dem Kollegen besprochen haben, nämlich der starke Dollar, Gold, wie die meisten Rohstoffe ja in Dollar gehandelt, und natürlich auch diese Zinserhöhungsfantasien, denn wie es in Börsianerkreisen immer schon so schön heißt, Gold zahlt eben hier keine Zinsen und dementsprechend, wenn die Zinsen dann doch eher ansteigen, könnten andere Anlageformen da wieder attraktiver werden. Dementsprechend ist man natürlich jetzt auch gespannt, die Fed in der kommenden Woche, aber was dann in den nächsten Zinsschritten natürlich auch die EZB tun wird. Also generell schaut man auf die Notenbanken, wenn man gerade auf den Goldpreis schaut. Wir schauen weiter auf das Thema FedEx, denn die Aktie ist gestern nachbörslich zweistellig eingebrochen. Gibt natürlich auch einen Grund dafür. Man hat die Gewinnprognose fürs Gesamtjahr zurückgezogen. Also auch ein kleiner Schocker hier. Das jüngste Geschäftsquartal ist anscheinend schlechter als erwartet gelaufen. Dementsprechend hat man die Prognose zurückgezogen. In den 3 Monaten bis Ende August sank der Betriebsgewinn um rund 15%. Experten hatten hier mit einem deutlich besseren Ergebnis gerechnet. Also da reagiert der Markt ohnehin schon gerne verschnupft bei sowas. FedEx selber sagt, vor allem zum Quartalsende hin habe sich das Geschäft verschlechtert. Das wirtschaftliche Umfeld habe sich eben sowohl in den USA als auch international eingetrübt. Das heißt eben, dieses erst am 23. Juni abgegebene Gewinnziel für das Geschäftsjahr 2023 hat man gestrichen. Und das Spannende eben, bei FedEx dann zweistellig nachbörslich eingebrochen. Aber das hat dann zum Beispiel auch Rivalen wie UPS unter Druck gebracht. Insofern sind wir mal gespannt, ob dann heute bei uns im Handel eben auch die Deutsche Post reagieren wird. Also die Aktie durch dieses angesprochene, doch eher schwache Umfeld. Wir schauen weiter von FedEx auf Netflix, denn da hat man schon drüber gesprochen, da gab es einen positiven Analystenkommentar und da hat die Aktie wirklich deutlich reagiert. Um 5% haben die angezogen, nachdem Evercore ISI eine positive Empfehlung ausgesprochen hat. Also in diesem hart umkämpften Markt hat ja Netflix eine Weile zuschauen müssen, wie die Konkurrenz immer stärker wurde. Aber man hat jetzt eben das günstigere werbefinanzierte Netflix-Abo und das kommt bei Analysten ganz gut an. Hatten wir zwar schon das Thema, aber wie gesagt, finde ich immer ganz spannend, wenn die Aktie dann eben auch deutlich reagiert. Deutlich reagiert hat auch Adobe, weniger auf die Zahlen, die es gab, als eher auf die Übernahme. Und das ist eine milliardenschwere Übernahme und genau das stößt den Anlegern quasi sauer auf. Figma übernimmt man, eine Webdesign-Plattform. Und bisher hat man jetzt von Analystenseite gar nicht so sehr irgendwie Gemäkel an der strategischen Idee des Ganzen gefunden. Aber der Kaufpreis, der wurde von Analysten eben als zu hoch bezeichnet, weil tatsächlich hat man ja mitgeteilt, rund 20 Milliarden Dollar in Bar und eigenen Aktien sollen da gezahlt werden. Und ein Analyst, Kirk Matern vom Analysehaus Evercore ISI, der wurde hier zitiert mit: Seien wir ehrlich, es fühlt sich an, als ob Adobe etwas an Schwung gegenüber Figma verliert und es deshalb als besserer Schritt angesehen wird, den Wettbewerber aufzukaufen. Und im Schlepptau des Kursrutsches bei Adobe, also da ging es wirklich deutlich abwärts, im Schlepptau dieses Kursrutsches ging es dann auch zum Beispiel bei Salesforce und Microsoft ein Stück weit abwärts. Wir schauen auf Aktien, wo es besser gelaufen ist, bei den Banken nämlich. Wir sprechen ja die ganze Sendung schon, das ist ja das, was gerade die Märkte besonders eben beherrscht. Die große Frage, wie groß fällt der Zinsschritt, der fällt nächste Woche aus. Aber Zinserhöhungsfantasien, das ist was, was bei den Banken eher positiv angekommen ist. Also Goldman Sachs und JP Morgan haben beispielsweise zugelegt. Die kräftigen Zinserhöhungen, die stützen generell. Und Analystin Magdalena Stoklosa von der US-Bank Morgan Stanley, die hat noch den positiven Zinseffekt in einer Branchenstudie für noch nicht angemessen gewürdigt bezeichnet. Also im Kreditgeschäft, da könnten die Banken davon noch profitieren. So, jetzt schauen wir mal weiter, was ansonsten so los ist. Vantage Towers, das war auch eine Meldung von gestern und das war ein Kursfeuerwerk geradezu. Um mehr als 14% ist zeitweise die Aktie angesprungen. Gut, kann die auch ganz gut brauchen. Die Kursverluste seit Beginn des Jahres, die waren ja doch ganz ordentlich, aber davon hat man jetzt ein Stück weit wieder aufgeholt, weil es ein möglicher Anteilsverkauf durch Vodafone. Also die wollen ihre Anteile auf den Markt werfen. Wie viel ist noch nicht so ganz klar. Aber man habe zu einer Auktion für seine Funkturmtochter geladen.
hat Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet. Unter den Bietern sollen sich eben Finanzinvestoren wie KKR, Global Infrastructure Partners und EQT aus Schweden befinden. Vodafone, die halten 82%, soll jetzt noch nicht gesagt haben, wie groß der zu veräußernde Anteil ist, aber die Bieter sollen auf eine Mehrheit an dem Funkturmunternehmen schielen. Also spannend und hat eben zu einem Kurssprung gesorgt, für einen gesorgt. Jetzt schauen wir auch noch mal auf eine Aktie, die schlecht ankam in dieser Woche durch eine Prognosekürzung. So, es kommt selten gut an der Börse. Jetzt haben natürlich auch die Analysten nachgezogen. Wir reden von About You. Jefferies, das Analysehaus, hat das Kursziel gesenkt von 12 Euro auf 9,50 Euro, hat allerdings die Einstufung auf Kaufen belassen. Also konjunktureller Gegenwind und eine eher schwindende Konsumlaune, das war ja das, was bei About You sich da bemerkbar gemacht hatte. Das hat eben zu der Kürzung des Ausblicks geführt, schrieb eben auch der Analyst hier von Jefferies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Und daraufhin hat man eben seine Erwartungen ans untere Ende der Zielspanne angepasst. Allerdings wolle About You schneller wachsen als die Konkurrenz. Davon sollte die Aktie profitieren, wenn die Stimmung dann eben wieder besser wird. So, bessere Stimmung war jetzt nicht unbedingt das Thema für Vonovia. Denn wenn wir schon mal bei Analysten sind, habe ich mal geguckt und da gab es gleich zweimal Kurszielsenkungen. Also für Vonovia einmal hat JP Morgan das Kursziel gesenkt von 57 auf 34 Euro, sagt allerdings weiterhin overweight. Und Goldman Sachs, die haben auch das Kursziel gesenkt von 44,50 auf 38,20. Allerdings ist das Ganze auf der Conviction-Buy-Liste von Goldman Sachs weiterhin zu finden. Ja, das war's für diese Ausgabe der Märkte. Am Morgen gut was los, also könnte es natürlich auch beim DAX dann heute sein. Wie gesagt, großer Verfallstag. Sind wir mal gespannt, was das dann für die magische 13.000 Punkte und generell für die Verfassung an der Frankfurter Börse dann heute bedeutet. Und wir halten Sie natürlich weiter hier auf dem Laufenden. Bis dahin, machen Sie es gut und falls wir uns nicht mehr sehen, schon mal ein schönes Wochenende. Tschüss.